Hallo zusammen, ich wollte euch heute einmal die neue App vorstellen und wie ihr euch darin anmelden könnt. Wie ihr seht, habe ich die App schon runtergeladen, die ist einmal auf dem Hauptdisplay zu sehen. Die QR-Codes findet ihr bei uns komplett verteilt im Studio, dass ihr auch genau wisst, wie ihr euch anmelden, also wie ihr sie herunterladen könnt. Genau, ihr geht über den Anmeldebutton, ganz normal, tragt eure E-Mail-Adresse ein, die mit eGym verbunden ist und setzt euer Passwort ein. Dann über Anmelden gehen. Und dann landet ihr schon in der App. Ihr habt unten drei Reiter, einmal Workout, Studio und Fortschritt. Bei Workout seht ihr schon Trainings, die ihr schon gemacht habt. Ihr seht Trainingspläne, die ihr machen könnt. Dann bei Studio geht es weiter mit Herausforderungen, die ihr annehmen könntet, Kursangebote, ihr könnt auch Kurse buchen, Aktivitäten und auch ganz wichtig unser News-Button. Bei Fortschritte seht ihr Aktivitätslevel, wo ihr in Ranking aufsteigen könnt. Und auch die Bio-Age-Analyse. Oben links habt ihr den TR, also diesen Kürzel-Button. Da kommt ihr zu eurem Profil. Da könnt ihr Profil bearbeiten, Apps einstellen, Self-Service und so weiter und so fort. Oben rechts haben wir noch ein Benachrichtigungscenter, wo ihr verschiedene Sachen sehen könntet. Und ganz oben rechts haben wir diesen Plus-Button. Das ist ein Schnellaktion-Button, wo ihr dann verschiedene Sachen auch in Quick machen können, Trainingsaufzeichnungen etc. Perfekt. Wie verschiedenen Einstellungen zeigen wir euch in folgenden Videos auch noch detaillierter.